Sie haben sicher schon von dem buchstäblichen, sprichwörtlichen Propheten Jona gehört. Und der angeblich für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches oder eines Walfisches oder eines Seeungeheuers gewesen sein soll und dann ans Land gespien wurde und dann den Assyrern in Nineveh mitteilte, dass sie nur noch 40 Tage hätten, bevor ihre Stadt zerstört werden würde. Nun, viele lehnen diese Erzählung total als unsinnig ab. Und die, die sie vielleicht in irgendeiner Form akzeptieren, sehen sie als eine Fabel an, als eine Allegorie vielleicht, um gewisse geistliche Bedeutung uns heute nahezubringen. Aber indem sie dies tun, lehnen sie eine der wichtigsten Lehren ab, die sich in der Bibel finden. Und so möchte ich heute mit Ihnen einmal näher auf das Buch Jona eingehen, auf die Tatsache, dass Jona zu Ihnen heute spricht und dass Sie, wenn Sie Ohren zu hören haben, auch diese Lektion entgegennehmen können. Wussten Sie, Jona, der hat ja tatsächlich existiert. Der war ja nicht nur ein Fabelwesen, sondern den gab es ja wirklich, der war historisch. Und die Bibel bestätigt dies auch. Bevor wir uns an das Buch Jona wenden, möchte ich zunächst eine Stelle in 2. Könige vorlesen, die uns von Jona berichtet, dem historischen Jona. Im 2. Buch Könige, im 14. Kapitel, lesen wir nämlich in Vers 23, dass im 15. Jahr Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, Jerobeam, der Sohn des Joasch, des Königs über Israel, zum König genannt wurde und dann über Samaria 41 Jahre regierte. Und im gleichen Kapitel lesen wir in Vers 25, er stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. So finden wir hier also eine Bestätigung in einem geschichtlichen Buch der Bibel, dass es Jona tatsächlich gegeben hat, dass Jona tatsächlich ein Mensch war, der als ein Prophet existierte. Wir finden auch, wann er gelebt hat. Er lebte ja zu der Regierungszeit des Königs Jerobeams II. Von Israel. Und die Geschichte sagt uns, dass Jerobeam II. Um das Jahr 792 vor Christus König wurde. Das Wort Jona heißt zu Deutsch Taube. Jona war ein Zeitgenosse von Elia und Elisa. Und auch ein Zeitgenosse des Propheten Amos. Und wir hatten ja gerade gelesen in 2. Könige 14, dass Jona als ein Knecht Gottes bezeichnet wurde, als ein Prophet. Und dass er aus Gar Hefer stammte, aus Gad Hefer. Das war ein Gebiet nordöstlich von Nazareth. Auch das ist bedeutungswürdig, wie wir noch sehen werden. Es ist auch interessant, dass in der jüdischen Gemeinschaft das Buch Jona zur Zeit des Versöhnungstages gelesen wird, des berühmten Yom Kippur-Tages, wenn gefastet werden soll. Und auch das ist bedeutungsvoll. Bevor wir uns nun auf das Buch Jona konzentrieren, möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Wir wissen ja alle, dass Jona einen Auftrag bekam und er rannte dann von Gott davon, der wollte diesen Auftrag nicht erfüllen. Sind wir manchmal so wie Jona? Wollen wir manchmal auch das, was Gott uns sagt, nicht tun? Meinen wir, dass wir Gott dadurch aus den Augen kommen könnten, wenn wir einen Auftrag, den wir erhalten haben, den Rücken zuwenden? Und was für ein Auftrag könnte dies möglicherweise sein? Die meisten von uns heute haben keinen Auftrag erhalten, zu anderen Nationen zu gehen, um denen das Evangelium zu verkünden. Aber es gibt ganz individuelle Aufträge, die uns Gott allen gegeben hat, wenn wir wahre Christen sein wollen, die es zu erfüllen gilt. Zunächst einmal in Jona Kapitel 1 lesen wir die Verse 1 bis 3. Jona Kapitel 1, angefangen in Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, den Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Mit anderen Worten, Jona lief davon.
Der war gar nicht erbaut von dem Auftrag, nach Nineveh zu gehen. Der lief davon. Der wollte den Auftrag nicht erfüllen. Er wandte sich zunächst nach Jaffo, um von dort aus nach Tarsis zu fliehen. Nun, Jaffo ist das heutige Jaffa, eine Seestadt an der Grenze des Stammesgebietes vom damaligen Stamm Dan, vor deren Küste natürlich Schiffe ankerten. Dieses Jaffo wird später noch einmal in der Bibel in einem sehr interessanten Zusammenhang erwähnt. Und zwar schauen wir uns dies an in Apostelgeschichte Kapitel 9. Aber behalten Sie Ihren Finger hier im Buch Jona, da kommen wir natürlich nachher wieder zurück. Apostelgeschichte 9. Und erinnern wir uns daran, dass Jona nach diesem Ort floh, um von dort dann nach Tarsis zu fliehen. Apostelgeschichte 9, angefangen in Vers 36. In Joppe, eine andere Bezeichnung für Jaffa oder Jaffo, in Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Und dann lesen wir, wie Petrus nach Joppe kam und sie auferweckte, physisch auferweckte. Und es heißt dann in Vers 43, und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Also der Petrus, der befand sich jetzt in Joppe. Und es war in dieser Stadt, wo er die Vision von den unreinen Tieren erhielt. Da haben wir ja schon in letzteren Predigten von gesprochen. Und wo Petrus dann erkennen musste, dass Gott keinen Menschen unrein oder gemein betrachtete. Es ging da nicht um irgendwelche Tiere, die da jetzt rein erklärt werden sollten, sondern es ging um den Menschen. All dies geschah in dieser Stadt Jaffo, zu der dieser Prophet Jona floh, um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Dass Petrus diese Vision in Jaffo erhielt, war kein Zufall. Und auch das werden wir nachher noch besprechen. Nun, was ist mit Tarsis gemeint, der Stadt, zu der Jona fliehen wollte? Höchstwahrscheinlich ist dies das heutige Tartessos, eine phönizische Handelsstadt im Südwesten von Spanien. Wir sehen dann also, wenn man sich das jetzt vergegenwärtigt, dass Jona von Jerusalem nach Jaffo oder Jaffo floh, um von dort nach Tarsis zu gelangen, die genau entgegengesetzte Richtung zu seiner Reise nach Nineveh. Der wollte also so weit weg von Nineveh wie irgend möglich. Doch warum heißt es hier, dass er versuchte, dem Herrn aus den Augen zu kommen? Glaubte er wirklich, dass wenn er sich auf ein Schiff jetzt begab, um nach Tarsis zu fahren, dass dann Gott ihn nicht mehr sehen würde? Dass er irgendwie unsichtbar werden würde für Gott? Selbstverständlich nicht. Jona war ein Prophet Gottes, ein Knecht Gottes, der kannte Gott. Und so kannte er auch einen Psalm, den der König David geschrieben hatte. Und zwar in Psalm 139. Lesen wir uns einmal kurz diese Stelle an und schauen wir sie uns an. In Psalm 139, angefangen in Vers 7. Und Jona wusste natürlich, dass dieser Psalm, das, was in diesem Psalm geschrieben stand, richtig war. Psalm 139, angefangen in Vers 7. Und hier fragt König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir lesen, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Vers 11. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Mit anderen Worten, es gab keine Möglichkeit, der Aufmerksamkeit Gottes zu entfliehen. Und Jona wusste dies auch. Er wollte nicht tatsächlich Gott aus den Augen kommen, in dem Sinne, dass er meinte, Gott würde ihn dann nicht mehr sehen. Nein, seine Motivation war eine ganz andere. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jona Gottes Prophezeiungen über die kommende Vernichtung Israels kannte. Wie wir gesehen hatten, der war ja ein Zeitgenosse von Amos. Und schauen wir uns einmal eine Prophezeiung im Buch Amos an, die Amos gab. Und zwar befindet sich das Buch Amos
gerade vor dem Buch Jona. Amos Kapitel 2, angefangen in Vers 6. Es heißt hier in Amos 2 und Vers 6, so spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes. Und dann sagt er, ich werde aus diesem Grunde Israel zerstören. Und Jona wusste das. Und Jona wusste auch, dass Gott die Assyrer zu diesem Zerstörungswerk benutzen würde, wie dies ja auch geschichtlich später geschah, als die Assyrer Israel versklavten, in einem Krieg besiegten und in Gefangenschaft führten. So hat er mit anderen Worten möglicherweise wie folgt argumentiert. Wenn ich Nineveh warne, wenn ich die Assyrer warne, und die Assyrer bekehren sich von ihrem bösen Wandel, und Gott bringt die Assyrer dann nicht um, dann kann er die nach wie vor dazu benutzen, um Israel zu zerstören. Dann bin ich mit anderen Worten ein Werkzeug für die Zerstörung Israels. Aber wenn ich das bin, was werden dann meine Stammesgenossen von mir halten? Was werden die denken, mit denen ich ja auskommen muss, mit denen ich ja leben muss? Nee, also diesen Auftrag will ich lieber mal nicht erfüllen. Damit will ich nichts zu tun haben. Sehen wir, wie das heute auf uns irgendwie Anwendung finden könnte, wenn wir uns so verhalten wollen wie Jona. Wie, das soll ich tun? Das erwartet Gott von mir? Was werden meine Freunde von mir denken? Was werden meine Verwandten von mir denken, wenn ich das tue? Nee, der Auftrag ist nicht populär genug. Damit will ich lieber nichts zu tun haben. So ist es auch so, dass Jona vielleicht auch gedacht hat, wenn Assyrien aufgrund meiner Predigten, dass die bereuen sollen, dann auch wirklich bereuen, dann stehe ich ja als falscher Prophet da. Denn ich habe letztendlich ja gesagt, in so und so vielen Tagen wird Nineveh zerstört. Und dann bereuen die und dann werden die nicht zerstört. Und wo bleibe ich dann bei dieser Geschichte? Mit anderen Worten, ich bin in jedem Fall der Verlierer. Deswegen wollte Jona aus den Augen des Herrn kommen, in dem Sinne, dass er ihm sagen wollte, sende, wen du willst, aber nicht mich. Und deswegen ging er auch nach Tarsis, oder versuchte nach Tarsis zu gehen, in die genau entgegengesetzte Richtung, damit es für Gott dann zu schwer sein würde, in Anführungszeichen, dann noch Jona zu benutzen, um Nineveh zu warnen. Gott, so hat vielleicht Jona gedacht, muss ich dann jemanden anderen suchen. Und dann mag es natürlich auch sein, dass Jona damals die Idee hatte, wie das ja viel im Hause Israel geschehen war, dass Gott sich lediglich um Israeliten zu kümmern hatte. Der sollte sich ja gar nicht um andere Nationen kümmern, um andere Menschen, die nicht zum Hause Israel gehörten. Und von daher konnte er nicht verstehen, warum Gott jetzt einen israelitischen Propheten, den Propheten Jona, senden würde, um eine heidnische Nation vor dem Untergang zu warnen. Das passte alles nicht so in sein Schema, wie er sich so Gott vorstellte, was er von Gott hielt. Nun wissen Sie, auch in der neutestamentlichen Kirche hat es lange gedauert, bis die frühen Apostel, die frühen Jünger erkannten, dass Gott nicht nur um das Haus Israel, die verlorenen Schafe des Hauses Israel, besorgt war, sondern dass Gott ein Gott aller Menschen war, wie wir noch sehen werden. Von daher ist auch interessant, wie ich sagte, dass Petrus die Vision von den unreinen Tieren im Hinblick auf unreine Menschen, in Anführungszeichen, in dieser Stadt empfing, zu der Jona floh, um Gott aus den Augen zu kommen. Die Flucht von Jona ist nicht einzigartig in der Bibel. Wir sehen nämlich, dass viele Propheten, viele Jünger, die von Gott berufen wurden, um Gottes Auftrag zu erfüllen, das gar nicht so gern sahen. Denken wir an Mose. Denken wir an die Geschichte mit dem brennenden Busch. Denken wir daran, als Gott ihm erschien und ihm sagte, ich schicke dich nach Ägypten, um dort Israel aus der Sklaverei zu befreien. War Mose sofort bereit, dies zu tun? Keineswegs. Der versuchte, durch irgendwelche Ausflüchte Gott davon abzubringen, ihn zu senden. Er sagte, ich stottere. Der sagte, die Israeliten werden mir gar nicht glauben. Und er kam immer mit weiteren Argumenten, bis er keine Argumente mehr hatte. Und dann sagte er zu Gott, sende, wen du willst, aber sende nicht mich.
Der Prophet Jeremia war auch nicht anders. Als Gott ihm sagte, ich werde dich zu Nationen schicken, um die zu warnen, um denen zu verkünden, was mit ihnen geschehen wird, da sagte er, schicke nicht mich, ich bin zu jung. Und dann sagte Gott zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern ich werde dir in den Mund legen, die Worte, die du sprechen sollst. Aber Jeremia war auch keineswegs erbaut davon, den Auftrag zu erfüllen. Der Prophet Amos wäre auch lieber weiterhin Hirte geblieben bei seinen Schafen. Und so war auch Jona keine Ausnahme, der wollte den Auftrag Gottes auch nicht erfüllen. Heute meinen viele, oder einige zumindest, dass sie einen Auftrag von Gott erhalten haben, gewisse Dinge zu tun, Propheten zu sein, das Evangelium zu verkünden. Die stehen dann manchmal auf den Straßen mit irgendwelchen Schildern. Aber haben sie wirklich einen solchen Auftrag von Gott erhalten? Oder haben sie sich selbst irgendwie das eingeredet? Wer hat sie zu diesem Auftrag berufen? Sind sie ordiniert worden zu diesem Auftrag? Oder haben sie sich diesen Auftrag selbst gegeben? Einige sagen, ich habe die Stimme des Herrn gehört, er hat mir dies und dies gesagt. Was für eine Stimme haben sie gehört? Haben sie vielleicht eine Stimme gehört, die aus ihrer Einbildung kam? Oder wenn sie wirklich eine Stimme gehört haben, dann frage ich jetzt ganz bedeutungsvoll, wo die Stimme herkam. Diejenigen, die sich selbst zu Predigern, zu Propheten, zu Geistlichen erkoren haben, sollten sich die Frage stellen, ob dies wirklich im Sinne Gottes ist. Denn in den meisten Fällen lesen wir, dass wenn Gott jemanden dazu berief, die zunächst das gar nicht machen wollten. Nun, im Rest des ersten Kapitels im Buch Jona wird berichtet, wie Gott einen großen Wind aufs Meer kommen lässt. Und wie Gott so dann den Seeleuten auf dem Schiff, auf dem Jona nun war, durch das Los zeigt, dass der Wind wegen Jona kam. Hier wird also ganz klar von einem Wunder geschrieben. Schauen wir uns dies an in 1. Jona in Vers 4, angefangen in Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Also der war nicht zufällig da, der kam, weil Gott ihn dorthin gebracht hat. Und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott, also die beteten jetzt hier Götzen an, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Und da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Vers 7. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf Jona. Vers 8. Und da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du? Und von welchem Volk bist du? Vers 9. Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Also wenn es hier ein Beispiel gibt von einer Illusion, einer Selbstillusion, einem Selbstbetrug, dann finden wir es hier. Hier ist Jona, der vor Gott flieht, der den Auftrag Gottes nicht erfüllen will. Und was sagt er den heidnischen Seeleuten? Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, meinen Gott. Fürchtet er ihn dadurch, dass er vor ihm floh? Lesen wir Vers 10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Und da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Vers 12. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Also Jona wusste genau, was hier geschah, aber anstatt sich jetzt zu dem Auftrag Gottes zu bekennen, anstatt wenigstens jetzt zu sagen, also weil dies alles geschieht und weil Gott mir zeigt, dass er will, dass ich den Auftrag erfülle, will ich es jetzt tun, was sagt er? Werft mich übers Meer, sodass ich im Meer ertrinke. Das war scheinbar seine Vorstellung. Ich will den Auftrag Gottes nicht erfüllen. Er war bereit zu sterben, lieber zu sterben, als das zu tun, was Gott von ihm erwartete. Vers 13. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn. Jetzt riefen sie Gott an.
Vorher waren es die Götzen. Jetzt rufen sie Gott an und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Hier finden wir gleich mehrere Wunder. Zunächst einmal wird das Meer sofort still, als Jona über Bord geworfen wird. Und dann finden wir einen interessanten Kontrast, einen interessanten Gegensatz. Hier ist Jona, der hebräische, israelitische Prophet Gottes. Der weigert sich, das zu tun, was Gott verlangt. Er betet noch nicht einmal zu Gott, während die anderen zu ihren Götzen beteten, als das Schiff in großer Not war. Der liegt unten im Schiff und schläft. Und dann fordert er die Seeleute auf, dass er über Bord geworfen wird. Und die Seeleute tun dies. Sie lassen ab von der Götzenanbetung. Sie beten jetzt Gott an. Und sie geben Gott Gelübde dar und bringen ihm Opfer. Und Jona, er lässt sich über Bord werfen. Er war keineswegs bereit, den Auftrag Gottes an ihn zu erfüllen. Lesen wir nun im nächsten Kapitel, Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Dann heißt es später, wie wir noch sehen werden, dass dann danach der Fisch Jona an Land spie. Nun, das ist die Stelle vielleicht, die viele Kritiker dazu gebracht hat zu sagen, ja, das ist alles eine Fabel, eine Allegorie, ein Märchen, denn das gibt es ja gar nicht. Wie kann ein Fisch einen Menschen verschlingen? Und dann kann der Mensch 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches sein und dann kommt er wieder ans Land und lebt. Das ist ja Unsinn. Das ist ja ein Märchen, vielleicht eine Fabel, vielleicht gibt es da eine gewisse geistliche Bedeutung, aber natürlich kann man das nicht buchstäblich und wörtlich nehmen. Nun, zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, dass Jesus Christus diese Episode sehr wohl buchstäblich und wörtlich genommen hat. Und wenn Sie schon dem Buch Jona nicht glauben, glauben Sie dann auch nicht, was Ihnen Jesus Christus, Ihr Messias, gesagt hat? Wiederum behalten Sie Ihren Finger hier im Buch Jona und schauen wir uns einmal Matthäus 12 an. Matthäus 12 und die Verse 39 und 40. Matthäus 12, angefangen in Vers 39. In Vers 38 waren nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm gekommen und haben gesagt, wir möchten ein Zeichen von dir sehen, dass du wirklich der Messias bist. Vers 39. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also Christus sah dies ganz buchstäblich an. Er sagte, der Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und so werde ich 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Und das wird das Zeichen sein für dieses böse und abtrünnige Geschlecht, dass ich der Messias bin. Das einzige Zeichen, das er ihnen gegeben hat. Nun, Kritiker lehnen das Buch Jona ab. Die sagen, ja, Jona, der war natürlich nicht in Wirklichkeit 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches. Und die gleichen Kritiker lehnen auch das Zeichen ab, das Christus ihnen gab. Denn die sagen, Christus war auch nicht 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde, im Grab. Der war nur da für, sagen wir mal, 1,5 Tage und 2 Nächte. Denn die sagen, Christus ist ja am Freitagnachmittag gekreuzigt worden und am Sonntagmorgen auferstanden. Und das sind keine 3 Tage und 3 Nächte. Ist das nicht interessant? Die Tatsache, dass sie das Buch Jona ablegen und ablehnen, zeigt auch, dass sie die Worte Jesu Christi ablehnen. In mehr als nur einer Beziehung. Denn wenn Jesus Christus nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, dann haben sie, meine Damen und Herren, keinen Heiland. Dann hat Christus gelogen. Dann hat er gesündigt. Dann war er nicht sündenlos. Denn er sagte, ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Und er definiert einen Tag als 24 Stunden. Und wie ich bereits schon in vergangenen Sendungen gesagt habe, Christus ist keineswegs am Freitagnachmittag gekreuzigt worden und er ist auch nicht am Sonntagmorgen auferstanden. In einer künftigen Predigt werde ich noch weiter darauf eingehen. Abgesehen davon,
dass Jesus Christus klar und deutlich gemacht hat, dass Jona in der Tat 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches war, sagen uns auch wissenschaftliche Kommentare, dass es durchaus möglich ist, dass ein Mensch im Bauch eines Meerestieres für eine gewisse Zeit lang überleben kann. Es gibt zum Beispiel einen Kommentar von Erdmann, Erdmann's Handbook of the Bible oder Erdmanns Handbuch der Bibel, der sagt uns, dass es im Mittelmeer große Haie oder Wale gab, die einen Menschen vollständig verschlingen konnten. Ich habe hier ein Buch, das von Das Beste herausgegeben worden ist. Das hat den Titel Wunder und Rätsel der Heiligen Schrift. Und ich möchte Ihnen kurz einmal folgende Stelle aus diesem Buch vorlesen, die sich mit der Frage befasst, ob tatsächlich Jona im Bauch eines Meerestieres gewesen sein könnte und dann überlebt hat. Da heißt es hier auf Seite 254, ist es möglich, dass ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches überleben kann? Diese Frage hat unzählige Bibelleser beschäftigt. Seit langem nimmt man an, dass der große Fisch, der Jona verschluckte, kein Fisch, sondern wohl ein Pottwal gewesen ist. Pottwale verschlingen ihre Beute ganz und ihr Schlund ist so groß, dass ein menschlicher Körper darin Platz hat. Tatsächlich stellte man fest, dass sich im Magen von Pottwalen die Überreste von Tintenfischen befanden, die weit größer als ein menschlicher Körper waren. Doch das Überleben im Bauch des Tieres mutet wirklich wie ein Wunder an. Der Hauptmagen eines Pottwals enthält Drüsen, die Salzsäure und Pepsin für die Verdauung absondern. Außerdem enthält er die harten Panzer kleiner Krebse oder Knochen von Fischen, mit deren Hilfe die verschluckte Nahrung zermahlen wird. Obgleich es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Mensch unter solchen Bedingungen überleben kann, gibt es Berichte, dass im Jahre 1891 ein Seemann, dessen Schiff am Tag zuvor gekentert war, lebend im Magen eines Wales gefunden wurde. Offenbar war der Seemann unversehrt. Nur seine Haut war durch den Magensaft des Wales angegriffen. Von Jona ist nicht bekannt, dass er nach 3 Tagen und 3 Nächten im Magen des Pottwals irgendwelche Schäden erlitten hat. Vielmehr war der große Fisch das Instrument, durch das der Wille Gottes erfüllt wurde. Nachdem Jona aus dem Bauch des Wales befreit war, ging er nach Nineveh, um dort die Botschaft Gottes zu verkünden. Also dieser Kommentar steht zumindest die Möglichkeit zu, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch eines Pottwales überlebt haben könnte. Ich habe hier einen Artikel. Dieser Artikel befasst sich mit Pottwalen. Und ich möchte hier kurz Ihnen folgende Abbildung zeigen. Was wir hier gesehen haben, ist eine Skizze eines Pottwales und daneben auch ein Bild, und ich zeige Ihnen das gleich noch einmal, von einem Pottwal im Größenverhältnis zu einem Elefanten und zu einem Menschen. Und so sehen wir, wie groß der Pottwal ist im Vergleich zu einem Menschen. Nun, folgende Äußerungen wurden in diesem Artikel getätigt. Es heißt hier, Pottwale verschlingen Thunfische, Seehunde, sogar Haie im ganzen Stück. Pottwale können theoretisch auch einen Menschen hinunterschlucken. Wenn die Geschichte vom biblischen Propheten Jonas tatsächlich stimmt, dann wurde er von einem Pottwal verschluckt. Pottwale sind früher auch im Mittelmeer vorgekommen. Nun, wie steht es auch mit dem Argument, dass das ja kein Wal gewesen sein kann, kein Pottwal? Denn es heißt ja im Buch Jona, dass Jona von einem Fisch verschluckt wurde. Und wie wir ja alle wissen, die Wissenschaft sagt uns ja, ein Wal ist kein Fisch. Nun, das ist, was die Wissenschaft uns sagt, aber die von Wissenschaftlern eingenommene Einteilung in Fische und Meeressäugetiere muss ja nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, wie die Bibel das so sieht. Denn schauen Sie, die sogenannte wissenschaftliche Einteilung in verschiedene Tierarten, wie zum Beispiel Meeressäugetiere und Fische, ist ja auch gar nicht mal konsequent und ist ohnehin sehr problematisch und unschlüssig. Die gängige Unterscheidung differenziert nämlich danach, ob ein Meerestier Eier legt, dann zumindest kein Säugetier, oder ob es die Jungen lebend zur Welt bringt, also keine Eier legt und sie so dann säugt, dann zumindest kein Fisch. Darüber hinaus wird unterschieden, ob ein Meerestier Lungen hat
Wenn ja, dann zumindest wiederum kein Fisch. Aber diese Schemata passen nicht auf einige Meerestiere. Zum Beispiel atmet der Lungenfisch mit Lungen. Deswegen heißt er auch Lungenfisch. Aber er wird gleichwohl zu den Fischen gezählt. Das Schnabeltier, das man in Australien vorfindet, in Neuseeland, das legt Eier. Das wird aber gleichwohl als Säugetier bezeichnet. Der Hai legt keine Eier. Der bringt Jungen lebend zur Welt. Aber wie wir alle wissen, wird er von der Wissenschaft natürlich als ein Fisch bezeichnet. Wenn Sie sich das Lexikon zur Bibel von Rienecker anschauen, dann stellen Sie fest, dass er sagt, dass die biblische Bezeichnung Fisch im Alten Testament alle Wasserbewohner beinhaltet. Also nicht nur technisch Fische, wie dies die Wissenschaft uns heute sagt, sondern alle Wasserbewohner. Schauen wir uns auch eine Stelle in 1. Mose 1 an und Vers 21, die dies verdeutlicht. 1. Mose 1 und Vers 21. Da heißt es nämlich, und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und dann auch alle gefiederten Vögel und so fort. Also hier spricht er von großen Walfischen und allem Getier, das sich im Meer tummelt. Nun, das Wort Walfisch wird von der Patloch-Bibel als großes Seeungetüm und von der Zürcher Bibel als große Seetiere übersetzt. Die King James Bible im Englischen übersetzt es mit große Wale. So, dann wird, wie gesagt, neben den Walen und Seeungeheuern auch alles Getier beschrieben, das da im Meer lebt und webt. Und die werden alle als Fische sozusagen angesehen. In 1. Mose 1, Vers 28 wird dies deutlich. 1. Mose 1 und Vers 28, da heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan, das spricht ihr zu Adam und Eva, und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Mit anderen Worten, hier wird Fische im Meer als ein Begriff gebraucht, der alles das beinhaltet, was sich im Meer so tummelt. Das würde beinhalten Krokodile, Schildkröten, Krebse, Muscheln, Fischotter, Wale. Wenn wir uns das die Stelle in Matthäus Kapitel 12 und Vers 40 noch einmal anschauen, wo Christus ja auch von der Erzählung von Jona sprach, in Matthäus 12 und Vers 40, und in der Lutherbibel wird hier der Ausdruck gebraucht, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so finden wir, dass im Griechischen für das Wort Fisch der Ausdruck Kretos steht. Kretos. Und der hört sich so ähnlich an wie Kreta, hat aber keinen Bezug. Der bezeichnet allgemein ein großes Seetier. Und andere Übersetzungen schreiben hier auch Ungetüm oder Meeresungetüm, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Meeresungetüms war. Wir sehen also, dass die biblische Erzählung nicht unbedingt voraussetzt, dass dieser Fisch kein Pottwal gewesen sein könnte. Aber auch das geht ein bisschen an dem Inhalt der Erzählung vorbei. Ich habe Ihnen das nur dadurch verdeutlicht, um zu sagen, dass das kein Argument ist, um die Geschichte von Jona abzulehnen und zu sagen, es ist wissenschaftlich unmöglich. Es ist durchaus möglich, auch heute noch, dass ein Pottwal zum Beispiel einen Menschen verschlingt, der dann überlebt. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es hier um ein spezifisches Wunder handelt. In der Lutherbibel lasen wir in Jona Kapitel 2 und Vers 1, lesen wir die Stelle noch einmal, Jona Kapitel 2 und Vers 1, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Nun, andere Übersetzungen, wie zum Beispiel auch die King James Bible, übersetzt die Stelle so. Nun hatte der Herr einen großen Fisch bereitet, Jona zu verschlingen. Dies deutet an, dass Gott für diese spezifische Gelegenheit einen Fisch oder ein Meeresungetüm erschaffen hatte, das dann Jona verschlingen würde. Dieses Meeresungetüm mag einzigartig gewesen sein, mag vielleicht gar nicht heute noch existieren. Vieles spricht dafür, dass Gott dieses Ereignis zuvor sorgfältig geplant hatte. Nicht zuletzt deshalb,
weil ja das Zeichen des Jona das einzige Zeichen sein würde, das Christus nachher geben würde, dass er der Messias war. Er wollte dieses Zeichen benutzen, um dem bösen und abtrünnigen Geschlecht der Pharisäer und Schriftgelehrten zu beweisen, dass er Gottes Sohn war. Wie wir uns daran erinnern können, stammte Jona auch von Nazareth, einer Stadt natürlich, die mit Christus sehr in Verbindung steht, wo Christus aufwachsen würde. Dies würde also bedeuten, dass Gott von vornherein wusste, dass sich Jona ihm zunächst widersetzen würde und dass er gerade deshalb Jona zu dem Auftrag berief. Gott, der unsere Gedanken kennt, Gott, der weiß, was wir beten werden, noch bevor wir beten, Gott, dem alles über uns bekannt ist, dem war auch bekannt, wie Jona reagieren würde, wenn er ihm einen solchen Auftrag geben würde. Meine Damen und Herren, ich frage Sie noch einmal, sind wir manchmal wie Jona? Wenn Gott uns etwas gebietet, sind wir sofort bereit, das zu tun, was Gott uns sagt. Wenn wir etwas zum Beispiel in der Bibel lesen, das Gott von uns erwartet, das Gott von uns verlangt, sind wir wie Jona, der schleunigst dem den Rücken kehrt, was er da jetzt gehört hat, und versucht, Gott aus dem Angesicht zu kommen? Oder sind wir sofort bereit, das zu tun, was Gott uns sagt? Viele haben viele Jahre lang sich geweigert, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Viele haben lange Jahre lang so gehandelt wie Jona. Aber wissen Sie, wenn Gott einem einen Auftrag gibt, wenn Gott einen in diesem Leben beruft, dann weiß Gott auch, dass wir diesen Auftrag erfüllen können. Und nicht nur das, dann wird Gott auch zusehen, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Das kann, wie ich sagte, ein sehr individueller Auftrag sein. Der Auftrag, uns zu Christus, zu Gott dem Vater zu bekehren. Der Auftrag, dem gehorsam zu sein. Schließlich endlich dem gehorsam zu sein, was Gott von einem erwartet. Und wenn wir viele Jahre lang das nicht tun wollen, dann haben wir möglicherweise uns auch sehr viel Unglück und Leid zugefügt, wie dies auch Jona sich selbst zugefügt hat, wie wir ja uns vorstellen können. Es ist ja keine unbedingt sehr niedliche Erfahrung, da 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch eines Seeungeheuers zu überleben und leben zu müssen. Jona hätte es auf die einfachere Art haben können, wenn er sofort den Auftrag erfüllt hätte, aber Jona wollte ja Gott aus den Augen kommen. Aber Gott sah zu, und wie wir gleich sehen werden, auf eine sehr spektakuläre Weise, dass Jona den Auftrag erfüllen würde. Interessant ist auch, dass dies ihm helfen würde, Glaubwürdigkeit bei den Assyrern zu gewinnen. Denn hier war ein Mann, der lebend aus dem Bauch eines Fisches hervorkam und dann nach Nineveh ging, um dort den Auftrag Gottes zu verkünden. Und die Assyrer glaubten an einen Fischgott, den Gott Dagon, den sie verehrten. Wir sehen also hier, dass dieses Erlebnis durchaus einen gewissen Eindruck machen würde auf die abergläubischen Assyrer, die einen Fischgott verehrten. Nun, das restliche 2. Kapitel im Buch Jona beschreibt Jonas Gebet im Bauch des Fisches. Und es wird hier so formuliert, interessanterweise, dass der Fisch nicht einen Untergang für Jona bedeutete, sondern seine Rettung. Schauen wir uns dies einmal an in Vers 2, angefangen in Vers 2. Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Jetzt wird Gott sein Gott genannt. Hier erfolgt die Bekehrung, hier erfolgt die Tatsache, dass sich Gott jetzt, oder vielmehr, dass sich Jona jetzt Gott zuwendet. Und bereit erklärt, wie wir sehen werden, den Auftrag zu erfüllen. Aber er ist bereits im Bauch des Fisches. Und er sprach, Vers 3 im 2. Kapitel, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe des Meeres, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Wodurch, dass er diesen Fisch sandte, der Jona verschlingen würde und dadurch Jona am Leben erhielt. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn.
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Jona war es klar im Bauch des Fisches, dass er lebend ans Land gespielt werden würde, denn er sagte, ich werde Gott meine Gelübde erfüllen. Er ging davon aus, dass er das tun könnte und tun würde. Vers 12 und der Herr, oder Vers 11, und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Das ist ein neues Wunder. Schauen Sie, Gott befiehlt einem Fisch, einem Meeresungetüm, Jona ans Land auszuspeien, und der Fisch gehorcht. Nun, wie das im Einzelnen technisch geschehen ist, will ich hier nicht diskutieren. Es zeigt aber Folgendes. Es zeigt, dass Gott über alles Kontrolle hat, selbst über Tiere. Er bringt das Meer. Er bringt einen Fisch. Wir können uns vor Gott nicht verbergen. Wir können uns nicht einbilden, dass wir Gott ablehnen könnten, dass wir das ablehnen könnten, was Gott uns befiehlt. Wie ich sagte, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, einen individuellen Auftrag, ihm gehorsam zu sein, dann wird er auch Dinge in die Wege leiten, die es uns ermöglichen, dies zu tun. Wenn wir kooperieren, auf vielleicht einfachere Weise, als wenn wir uns dagegen auflehnen. Aber Gott wird seinen Plan für uns erfüllen. Interessant ist, was jetzt geschieht. Der Fisch, den Jona ans Land ausspeit, tat dies in einer Gegend, die uns, wie dies Kommentare uns sagen, die Gegend von Sinope war. Das ist der südliche Strand des Schwarzen Meeres, nördlich von Assyrien. Schauen Sie sich einmal jetzt diese Skizze an hier, die hier neben mir steht. Diese Skizze zeigt so in etwa, was geschehen ist. Hier unten ist Jerusalem und hier ist dann Joppa. Und Jona versucht jetzt mit dem Schiff nach Tarsis zu fliehen, also in diese Gegend. Aber schauen Sie, Nineveh ist da am anderen Ende der Karte. Also der versucht, in die genau entgegengesetzte Richtung zu entkommen. Aber hier ist dieser Fisch, den wir hier so als Pottwal repräsentiert haben. Und dieser Fisch verschlingt Jona und bringt ihn genau zurück an den Ufer, das Ufer des Schwarzen Meeres nach Sinope. Und hier ist Sinope. Und wir sehen, dass er also jetzt, dieser Jona, quasi die gleiche Distanz hat von Sinope nach Nineveh, wie er sie von Jerusalem nach Nineveh aus gehabt hätte. Sein Fluchtversuch war mit anderen Worten ziemlich erfolglos. Es zeigt hier eine gewisse Ironie, ein gewisser Humor, den Gott hier zum Ausdruck bringt, wie er es zustande bringt, dass Jona genau dort landet, wo Gott ihn auch haben will. Und so gibt Gott nun im dritten Kapitel dem Jona erneut den gleichen Auftrag. Und diesmal geht Jona nach Nineveh, um kommendes Unheil zu verkünden, falls die Menschen nicht bereuen würden. Schauen wir uns Kapitel 3 an, angefangen in Vers 1. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Und da machte sich Jona auf und ging hin nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Nun, Nineveh, die Hauptstadt von Assyrien, war mehr ein Staat, der aus mehreren Städten bestand. Das heißt, kleinere umliegende Städte gehörten dazu, so dass der gesamte Umkreis auf ungefähr 60 Meilen im Durchmesser geschätzt wird. Gott sagt später, wie wir noch sehen werden, dass mehr als 100.000 Menschen in der Stadt lebten, die nicht wissen, was rechts und was links ist. Das könnten Kleinkinder sein, die hier angesprochen werden, wenn das der Fall ist. Dann müssten wir natürlich Erwachsene und Teenager noch hinzurechnen. Also wir sehen, das war eine sehr, sehr große Stadt, zu der Jona hier geschickt wurde. Weiter jetzt in Vers 5. Oder Vers 4 zunächst. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Und da glaubten die Leute von Nineveh an Gott, und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an.
Vers 6. Und als das der König von Nineveh kam, als das vor den König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen, Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und zu Gott rufen mit Macht. Ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, Vers 9, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Vers 10, und als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Hier wird ein weiteres Wunder beschrieben. Manchmal unterschätzen wir die Leute. Ich glaube nicht, dass Jona wirklich davon ausgegangen war, dass die Leute von Nineveh bereuen würden. Er hoffte zumindest, dass sie es nicht täten. Als Gott Mose erschien und sagte, ich bringe dich nach Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen, da sagte Mose zu Gott, ach, die werden mir nicht glauben. Und als Mose dann vor ihnen erschien, dann glaubten sie ihm, zumindest zeitweilig. Die Leute von Nineveh glaubten der Botschaft. Und wir lesen, dass groß und klein sowie der König anfingen zu fasten. Und wir lesen, dass als Gott ihr Tun sah, er das Unheil nicht über Nineveh brachte. Schauen wir uns in Matthäus Kapitel 12 an, was Christus hierzu zu sagen hatte. Matthäus Kapitel 12 und Vers 41. Er spricht hier von Menschen zu seiner Zeit, als er hier auf Erden war, die nicht an Christus glaubten, die Christus ablehnten. Und Christus sagt ihnen in Vers 41, die Leute von Nineveh werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht. Er sprach von dem Geschlecht, das existierte, als Christus hier auf Erden war. Und die werden es verdammen. Die Leute von Nineveh werden das Geschlecht zur Zeit Jesu verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Auch diese Stelle zeigt, dass Christus die Erzählung von Jona sehr wörtlich nahm. Wenn er davon ausgeht, dass die Menschen zur Zeit von Jona, die in Nineveh lebten, im jüngsten Gericht auftreten würden und dann die Menschen, die zur Zeit Christi lebten, verurteilen würden, dann muss dies buchstäblich zu sehen sein. Aber wie gesagt, die Reue war echt. Zeitweilig. Die Reue war echt. Nun, das vierte Kapitel im Buch von Jona berichtet über den Unmut Jonas. Der war keineswegs glücklich darüber, dass die Nineviten bereuten. Und so lesen wir nun die Reaktion. Und fragen wir uns, wenn wir dies lesen, ob das uns manchmal auch so heute geht. Dass wenn wir etwas tun oder wenn wir etwas sehen, was Gott tut und das uns nicht gefällt. Denn wir hatten nur so andere Vorstellungen gehabt. Wir haben nicht gemeint, dass Gott so handeln sollte. Wir meinen, er müsste anders handeln. Reagieren wir mit dem gleichen Hass, mit dem gleichen Ärger, mit dem gleichen Unmut, der sogar hin bis zum Wunsch nach Selbstmord, nach Tötung geht, wie wir sehen werden. Kapitel 4, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr und er war zornig. Werden wir manchmal zornig, wenn Dinge geschehen, die wir nicht so haben möchten und wir geben Gott die Schuld daran und sagen, warum hat Gott das getan, warum hat Gott das zugelassen? Wenn ich Gott wäre, ich würde das anders machen. Jona wurde zornig. Vers 2. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Unheil oder des Übels gereuen. Ja, aber das war nicht etwas das, was Jona akzeptierte. Die Tatsache, dass Gott gnädig und barmherzig war, war etwas, was ihn hätte erfreuen sollen. Aber das hatte ihn keineswegs erfreut. Denn er sagte sich ja, wenn Gott barmherzig ist, dann wird er am Ende Nineveh nicht zerstören. Aber ich will, dass Nineveh zerstört wird. Deswegen wollte er auch nicht Prophet sein und die Nineviten warnen. Jona befürchtete, dass Gottes Langmut ihn davon abhalten würde, Nineveh zu zerstören. Doch Jona hätte erkennen sollen, dass er genauso langmütig hätte sein sollen, wie Gott es war. Aber Jona sah dies anders, Vers 3. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. So Jona wünscht sich erneut den Tod. Denn Gott handelt nicht so, wie Jona es wollte. Vers 4. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Vers 5. Da gibt Jona noch keine Antwort.
Da lässt er die Frage unbeantwortet. Er geht aber in Vers 5 fort zu sagen, und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Schauen Sie, Jona hoffte, dass die Reue der Nineviten nur zeitweilig sein würde. Und dass sie zurückkehren würden zu ihrem bösen Wandel und dass dann Gott nach wie vor die Stadt vernichten würde. Jona wollte also den Untergang der Stadt sehen. Vers 6. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Das ist natürlich ein erneutes Wunder. Die Staude wächst scheinbar hier über Nacht. Vers 7. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Ein weiteres Wunder. Wir wissen nicht genau, was das für ein Wurm war, und darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass hier eine Staude über Nacht wuchs, die Jona irgendwie half, und dann wurde die Staude ihm weggenommen. Das diente dazu, um natürlich eine Lektion dem Jona mitzuteilen. Aber schauen wir uns jetzt Vers 8 an, was jetzt Jonas Reaktion war. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Jetzt hatte er keine Staude mehr. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Nun, auch wir wiederum sehen wir, dass Jona sehr unglücklich ist, der zornig ist über Gottes Handeln und er will lieber sterben, als dass er Gottes Willen akzeptiert. Eine ganz andere Vorstellung hatte Jesus Christus, der im Garten Gethsemane wusste, dass er sterben würde. Aber wie hat er gebetet? Er hat gebetet, Herr, wenn es möglich ist, lasse den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jona hatte das da zu dem Zeitpunkt noch nicht gelernt, dass wir in allen Dingen unseren Willen dem Gottes untertan machen müssen. Vers 9. Und da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und jetzt gibt Jona Antwort. Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Erneut offenbart sich Gott hier als Herrscher, aber auch als Bewahrer seiner Schöpfung. Die Leute von Nineveh waren ja auch seine Kinder, die hatte er ja auch erschaffen, dazu auch die vielen Tiere. Nicht nur die Israeliten waren die Menschen, die Gott erschaffen hatte. Die Idee, die Gott hier auch verkünden will, ist scheinbar die, dass sich Jona ja gar nicht um die Staude bemüht hatte, die kam des Nachts und die verschwand des Nachts, aber dass Gott sich viele Jahre hindurch um die Nineviten bemüht hatte. Die existierten ja schon lange. Und es waren Menschen, die noch nicht den Unterschied wussten zwischen Recht und Unrecht, aber hier wurde Jona zu denen geschickt, um denen zumindest eine Ahnung von dem zu geben, was Recht war und was Unrecht war. Und die haben sich dann auch in der Beziehung zunächst einmal bekehrt. Wie ich am Anfang sagte, wird das Buch von den Juden, von der jüdischen Gemeinde, am Versöhnungstag gelesen. Nun, es wird auch dann gelesen, wie natürlich bekannt ist, weil ja am Versöhnungstag gefastet wird. Und die Nineviten fasteten, um sich vor Gott Gnade erschaffen zu können. Schauen Sie, der Versöhnungstag deutet an, dass Gott sich mit allen Menschen versöhnen wird, oder besser ausgedrückt, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen werden. Dieser Zeitpunkt wird noch kommen. Er deutet hier bereits darauf hin. Die Tatsache, dass Gott sich an alle Menschen wendet zu seinem Zeitpunkt, dass er nicht nur jemand ist, der sich um ein gewisses kleines Volk, die Israeliten vielleicht, bemüht. Gott sieht die Person nicht an. Wie wir gleich noch sehen werden, akzeptiert er jeden, der sich zu ihm bekehrt, egal aus welcher Nation, von welcher Rasse die Person auch stammen mag. Nun, diese Lehre wird nicht nur im Buch Jona im Alten Testament verkündet, sondern bereits auch in anderen Büchern, wie zum Beispiel, schauen wir uns kurz Jeremia Kapitel 16 an. Das ist zwar eine Prophezeiung,
Sie zeigt aber eine Prophezeiung noch für die Zukunft in der gewaltigen Auswirkung. Sie zeigt aber bereits die Ansicht, den Willen, den Sinn Gottes. Jeremia Kapitel 16, angefangen in Vers 19. Jeremia 16, angefangen in Vers 19. Es heißt hier, Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Heiden, also die nicht-israelitischen Völker, werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie auch die Seeleute sich ursprünglich an Götzen wandten, aber dann nachher sich an Gott wandten. Das heißt hier, wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Und so wird bereits deutlich im Alten Testament, dass Gott sich an alle Menschen richten wird. Aber natürlich geht es auch um den Zeitpunkt ihrer Berufung. Aber diese Idee, dass Gott nicht nur ein Gott der physischen Israeliten ist, setzte sich in der neutestamentlichen Kirche relativ langsam durch. Denn die wurden ja auch alle groß mit der Idee, dass sich Gott nur um Israel zu richten hatte. Aber interessant ist schon, dass durch das gesamte Neue Testament hindurch diese Lehre im Ansatz verkündet wird. In Lukas Kapitel 2 lesen wir zum Beispiel etwas, was viele scheinbar gar nicht richtig begriffen haben. Wo wurde Jesus groß? Jesus Kapitel 2 und Vers 4. Lukas Kapitel 2 und Vers 4. Es heißt, da machte sich auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Was ist mit diesem Galiläa? Vers 39. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, das spricht jetzt hier von Josef und Maria, da kehrten sie wieder zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth. Also wie wir wissen, Christus wuchs in Nazareth auf, in Galiläa. Matthäus Kapitel 4 und Vers 12. Und denken wir daran, Jona stammte auch aus Nazareth. Matthäus Kapitel 4 und Vers 12. Aber zur Zeit von Christus hatte sich die Situation etwas verändert. Matthäus 4 und Vers 12. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, Johannes der Täufer, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Schauen Sie, im Gebiet, da haben die Stämme zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Schauen Sie, Christus war damals bereits Heiden, zeitweilig zu einem Licht geworden. Vergleichen wir auch in Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4, angefangen in Vers 25. Lukas Kapitel 4 und in Vers 25. Auch hier stellt er wieder eine sogenannte Heidin, also jemand, der nicht zum Volk Israel gehört, den Israeliten gegenüber. Schauen Sie, was er sagt. Und wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, im Alten Testament, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine ganze Hungersnot oder eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von Sidon. Eine heidnische, nicht-israelitische Witwe. Vers 27. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Ein weiterer nicht-israelitischer Mensch. Und als er das natürlich sagte, da waren die Juden empört und da wollten sie ihn steinigen, weil er diese Unverschämtheit besessen hatte, Heiden den Juden voranzusetzen. Aber die Stellen zeigen, dass es Gott nicht darauf ankommt, zu welchem Volk, zu welchem nationalen, ethischen Volk man gehören mag. Es kommt auf das Herz, es kommt auf die Gesinnung eines Menschen an. Diese Erkenntnis, dass Gott die Person oder Nationalität eines Menschen nicht ansieht, hat sich in der frühen neutestamentlichen Kirche erst relativ spät durchgesetzt. Schauen wir uns erst einmal in Apostelgeschichte 8,
Apostelgeschichte 8 und Vers 5 eine interessante Stelle an. Apostelgeschichte 8 und Vers 5. Da wird von Philippus gesprochen. Und der Philippus kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Schauen Sie, Samarien war so ein Mittelding. Das waren also Menschen, die scheinbar in irgendeiner Form noch von den Israeliten abstammten, hatten aber ihre eigenen Überlegungen, ihre eigenen Ideen, waren auch mit Heiden vermischt worden zur Zeit der Versklavung von Israel. Und ursprünglich hatten die Juden nichts mit den Samaritern gemein. Aber hier wird allmählich gezeigt, dass jetzt auch der Philippus nach Samarien geht und denen das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium Jesu Christi, verkündet. Und schauen wir uns jetzt auch in Apostelgeschichte 8 und Vers 26 an, was geschieht. Aber auch hier bedurf es eines Wunders. Apostelgeschichte 8 und Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und durch die Verkündigung des Engels an Philippus ging der Philippus jetzt hin, und er trifft den Kämmerer und er spricht mit ihm über Jesaja. Er spricht mit ihm über die Tatsache, dass Jesaja das Kommen des Messias verkündigt hatte. Und es führt dann dahin, dass Philippus den Äthiopier tauft. Und dann geht der Äthiopier nach Äthiopien zurück, und die Legende hat es, dass er dann dort das Evangelium verkündigt. Hier also ganz klar ein Nicht-Israelit, aber der hatte schon eine gewisse Vorstellung. Der ging ja bereits schon nach Jerusalem hin, um dort Gott anzubeten. Und die entscheidende Wende kam natürlich dann mit der Vision des Tuches, mit den unreinen Tieren, über die wir bereits in einer vergangenen Predigt gesprochen haben, die ja in Apostelgeschichte 10 berichtet wird. Und da wird es jetzt ganz klar gemacht von Gott, dass Gott keinen Menschen unrein oder gemein ansieht und dass wir das auch nicht tun dürfen. Und das ist das, was Petrus auch selbst dann sagt in Apostelgeschichte 10 und in Vers 34. Und da heißt es: Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Und dies ist bereits schon im Buch von Jona zum Ausdruck gebracht worden. Jona, ein israelitischer Prophet, wurde nach Ninive geschickt, um die zur Reue aufzufordern. Und die haben bereut, und Christus hat die Reue anerkannt. Nun, die tragische Seite an der Geschichte ist, dass diese Reue aber nicht standhielt. Denn einige Generationen später wurde Ninive in der Tat zerstört. Das Buch Nahum, das ungefähr 150 Jahre nach Jona handelt, berichtet in prophetischer Weise von dem späteren Untergang Ninives und Assyriens im Jahre 607 vor Christus durch die Babylonier und durch die Meder. Wir sehen also, dass die damalige Reue der Nineviten von zeitweiliger Dauer war, soweit es um Ninive ging, und dass man Reue nicht vererben kann. Und so möchte ich zum Abschluss hier einige wenige Lektionen, es gibt sicherlich mehr, aus dem Buch Jona uns zu Gehör bringen. Zunächst einmal, Reue ist individuell. Gott beruft individuell. Wenn Gott Sie beruft, dann müssen Sie auf diesen Ruf antworten. Es ist unerheblich, ob jemand, der mit Ihnen in gewissem Kontakt steht, bereut, berufen wird oder nicht. Sie können nicht auf andere blicken und sagen: Ja, wenn die es nicht tun, würde ich es auch nicht tun. Oder: Ich laufe von meiner Berufung davon, denn was würden meine Nachbarn, meine Freunde denken, sogar meine Verwandten, wenn ich einem solchen Ruf folgen würde? Seien wir nicht wie Jona, der davonlief, als Gott sich ihm offenbarte. Denken wir auch daran, dass Gott die Person nicht ansieht, dass es nicht darauf ankommt, zu welcher Nation, zu welchem Volk sie gehören mögen. Es geht einzig und allein darum, dass Gott ihnen die Augen öffnet und dass sie auf diesen Ruf, auf dieses Angebot, sich zu bekehren, auf positive Weise reagieren. Und sie können es so tun, wie Jona es tat, der sich zunächst weigerte, der davonlief, der meinte: Wenn ich mich nicht um das kümmere, was Gott von mir verlangt, dann wird sich Gott meiner nicht mehr gedenken, dann
lässt er mich in Ruhe. Wenn Gott sie beruft, dann beruft er sie mit dem Ziel, sie in das Reich Gottes zu bringen. Gott würde sie nicht berufen, wenn das nicht sein Ziel wäre. Und Gott weiß, dass wenn er sie beruft, sie es schaffen können. Aber laufen sie nicht davon, sondern denken sie daran, dass Jona letztendlich seine Lektion lehrte. Wie ich sagte, die Tradition sagt uns, dass Jona selbst das Buch geschrieben hat. Der hätte das Buch nicht geschrieben, wenn er sich nicht nachher bekehrt hätte, wenn er nachher nicht durchaus erkannt hätte, wie falsch sein Verhalten war. Und es wurde niedergeschrieben, um uns eine Lektion zu geben. Wir können es auf eine richtige und vielleicht angenehmere Weise tun oder möglicherweise durch viel Leid und Unheil, das wir uns selbst zufügen. Jona spricht zu uns. Jona spricht zu Ihnen. Sind wir bereit, ihm zuzuhören? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.